dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Verfolgerduell in Ingolstadt. Thomas Oral und seine Schanzer empfingen die punktgleichen Buwe von Bernhard Trares. Den SV Waldhof Mannheim im Aufstiegsrennen galt für beide Teams verlieren verboten. Und dementsprechend hoch von Beginn an die Emotionalität. Fußballerisch war es aber eine zähe Angelegenheit. 23. Minute, Maximilian Beister erwischte der Königsmann im Tor des SV Waldhof um ein Haar auf dem ganz falschen Fuß. 27. Minute, einer von vielen Freistößen und der hatte es in sich. Buntic am Boden, Koffi mit dem Tor, Schiedsrichter Robert Kempter gab dem Treffer allerdings nur für ein paar Augenblicke. Dann gab es das Signal von außen. Abseits von Koffi entschied der Assistent, deshalb zählte der Treffer nicht. Es ist verdammt schwer aufzulösen, tendenziell aber eher gleiche Höhe. Und ein Foul an Buntic war es auch nicht, weil Antonic in den eigenen Keeper hineinrannte. Waldhof fühlte sich um ein reguläres Tor betrogen und Bernhard Trares brachte das auf die Palme und dafür sah er rot von Kempter. Er hatte den Ball weggeschlagen, deshalb musste er den Rest des Spiels von der Tribüne und mächtig geladen verfolgen. Viel Fußball wurde nicht gespielt. Es war von Standards und vielen Fouls und giftigen Aktionen geprägt. Pausen, gute halbe Stunde rum. Ingolstadt kurz vor der Pause nochmal. Und wieder so eine ganz knifflige Szene. Kempter entschied auf Elfmeter und gelb für Flick. Kaya soll getroffen worden sein. Wurde er aber nicht. Flick zog noch leicht zurück. Kaya ging zu Boden und Kempter gab den Strafstoß. Auch diese Entscheidung verdammt hart gegen Waldhof Mannheim. Eher ein indirekter Freistoß als ein Elfmeter. Kutschke, dem Kapitän, war das Wurst. Sein 6. verwandelter Strafstoß in dieser Saison. Und man sah es an diesen Emotionen, was diese Partie an Kraft und Leidenschaft kostete. Der Elfmeter allerdings perfekt getreten. Königsmann chancenlos. Es lief alles gegen das Team von Bernhard Trares. Der war unter Dauerstrom und dann kam Knaller ins Tor, weil es für Buntic nicht mehr weiterging. Bei diesem Zusammenstoß vor dem vermeintlichen 1-0 für Waldhof Mannheim hatte er sich zu schwer verletzt. Wohl eine Gehirnerschütterung. Abschnitt Nummer 2. Thalhammer, der defensive Mittelfeldspieler, nach 70 Minuten mit dem 2:0. Der FCI war näher dran am zweiten Treffer in diesem Spiel und sie belohnten sich dann fürs Engagement in Halbzeit 2 auch. Elva mit dem Zuspiel auf den Abräumer und der machte das dann super durch die Beine von Schulz. Königsmann wieder machtlos. Waldhof war geschlagen, aber die Moral noch nicht gebrochen. Sie probierten es unermüdlich. 10 Minuten vor dem Ende der eingewechselte Christiansen und Ex-Schanzer scheiterte an Knaller. Da hätten sie es nochmal spannend machen können, aber so hatte der FCI dann in der Schlussphase noch etliche Kontergelegenheiten. Thomas Oral brachte noch ein paar frische Kräfte. Ayensa, der scheiterte am guten Königsmann und dann bei seinem Debüt in Liga 3 Justin Butler. Änderte aber nichts mehr am Heimsieg für Thomas Oral und seinen FC Ingolstadt. Mit etwas Glück und ganz viel Kampf sind sie jetzt auf dem Relegationsplatz. Ein emotionales Fußballspiel endete mit dem ersten Heimsieg seit Anfang Februar. Ja, ein Sieg ist immer was Schönes, aber Sie wissen auch, es ist am Sonntag schon wieder das nächste Spiel. Das war heute, dann, wenn ich die Entscheidung so sehe, dann schon glücklich für uns gelaufen. Natürlich freuen wir uns über den Sieg, aber ich glaube nur noch knappe anderthalb Stunden und dann ist schon wieder der nächste Tag und dann geht es leider schon weiter, so alibi sich das auch anhört. Bei ersatzgeschwächten Mannheimern war dagegen nur noch Frust vorhanden. Bernhard Trares, stocksauer. Wir sind uns alle klar, es gibt keine zwei Meinungen über diese Leistung heute und fertig. Wir müssen es akzeptieren, wir sind aus dem Aufstiegsrennen natürlich dadurch raus. Jetzt mit so einer Niederlage. Also ich bin überzeugt, dass wir heute das Spiel gewonnen hätten, wenn wir 1-0 in Führung gegangen wären. Mannheim gefrustet und der FCI bleibt in der Erfolgsspur. Sie haben aktuell nicht nur die Form, sondern auch das nötige Spielglück. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.